Julienkos Roomtour nach dem Umbau. Wunderschönen guten Morgen. 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 Hatten wir schon Bescherung und ich habe mein Weihnachtsgeschenk von der Tanja. Er hat ein T-Shirt, wo Tanja draufsteht, mit 5 Bildern von Tanja drauf geschenkt bekommen. Glückwunsch. Oh, habt ihr die fertige Küche schon gesehen? Moment, keine Ahnung. Ist unaufgeräumt. Scheiße. Verdammt. So, ich habe jetzt mal aufgeräumt und auch die Kamera gewechselt. Ich glaube, das ist einfach iPhone-Kamera, oder? Man sieht das ja voll krass an diesem Blurry-Filter. Ich hoffe, das seht ihr. Tan hat Sehen wir. Zusätzlich zu diesem wunderschönen T-Shirt hier das neue iPhone geschenkt. Also es ist keine neue Kamera, sondern neues iPhone. Julienko, wenn du irgendwelche Tipps brauchst im Sinne von Video-Equipment, melde dich gerne bei mir. Das ist jetzt dieser Kinomodus. Ich finde, das sieht schon sehr viel qualitativer aus. Moment, ich drehe mal die Kamera und dann zeige ich euch mal die Küche. Jetzt haben wir. Okay. Küche sieht sehr wild aus. Also das hier feiere ich sehr. Ich habe ja selber bei mir oben, wir blenden euch hier ein Foto ein. Auch so ein Regal. Ich glaube, dass er das hier zumachen kann. Zumindest sieht es so aus, aber dann auch mit versetzten Böden drin und in so einer leicht indirekten Beleuchtung. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich hätte das hier allerdings in einem anderen Farbton gemacht. Also nicht alles komplett in diesem Phoenix-Schwarz wie hier. So, da kann man einen guten Kontrast setzen. Das hat man bei mir gemacht, da mit dem Holz, was sich auch in der Sauna wieder findet und der Backsteinwand. Der Denkmalgeschützten dahinter. So oder so, Leute, ich reagiere hier übrigens drauf. Ich weiß, ich habe eine kleine Vorgeschichte mit Julienko, der hat mir eine Ansage gemacht im TikTok-Livestream, bla bla bla. Das alles mal ad acta gepackt. Ich interessiere mich einfach für Architektur und finde sowas immer sehr interessant. Deswegen, ja, das ist meine Reaction auf Julienkos Roomtour nach dem Umbau. Er hat anscheinend sein Haus umgebaut. Auch hier der Herd, hier in der Mitte ist noch so. Das finde ich sehr wild, dass er da so eine Bratdings in der Mitte hat. Also ich würde es nicht nutzen. It's nice to have. Ich verstehe den Sinn davon nicht so ganz. Ich glaube, da kann man so Eier drauf machen, dann kannst du Fleisch drauf braten und so. Aber es ist basically, klar, wenn du jetzt irgendwie ein kranker Koch bist oder so, dann nimmt es dir bestimmt viel Arbeit ab, aber für den privaten Gebrauch ein bisschen over the top. Ansonsten ist es ein Herd, den ich, glaube ich, auch habe. Das ist nämlich von Gaggenau. Das fand ich nämlich auch sehr cool, dass man Induktionsfelder hat, wo alles digital angezeigt wird, aber man selber nicht irgendwie touchen muss beim Kochen. Das finde ich nämlich immer richtig anstrengend. Sondern man hat so kleine Drehregler noch so am Rand, die dann so orange aufleuchten. Kannst du so Eier drauf braten oder Fleisch drauf braten. Ja, okay. Hier zwei Felder noch, Kochfelder. Wie heißt das? Induktives Kochen? Induktion heißt es, ja. Und hier zieht das dann rein, die Dunstabzugshaube. Ja, ist keine Dunstabzugshaube. Das ist ja keine Haube, die da drauf ist. So viele Features hier auch eingebaut. Es wurde wirklich an alles gedacht. Zum Beispiel beim Müll hier musst du einfach den Fuß drunter halten. Warte, ich mach das mal. Du hältst den Fuß drunter und dann geht der halt automatisch auf. Okay, das ist cool. Boah, das hätte ich bei mir auch machen können. Ich kann mir aber Julienko und Tanja nicht so vorstellen, als ob die jetzt viel kochen. Also als ob das wirklich einen Sinn hat. Hä? In der Beschreibung steht einfach, vielen Dank für das unglaubliche Feedback unter meinem letzten Video. Und hier hat er einfach so mehr Dislikes als Likes. Was meint er denn mit krassem Feedback? Der bekommt doch eigentlich voll viel Hate momentan, oder? Er hat doch in den Tags einfach immer noch Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty Palace zusammengeschrieben. Bibis Beauty Place und Bibis Beauty Palace nochmal groß zusammengeschrieben stehen. Das heißt, die Hälfte seiner Tags ist etwas, was nichts mit dem Video zu tun hat. Oder hier muss man einfach nur so drücken. Das ist ein Dampfgarer. Keine Ahnung. Und das absolute Highlight auf jeden Fall ist der Kühlschrank. Weiß Dampfgarer, ein bisschen braucht man nicht mehr im Jahr 2024. Oh, das wirst du bereuen. Oh, oh, oh. Das hatte ich in Hamburg, da hast du nur Fingerabdrücke, vor allem bei diesen Phoenix-Materialien. Dann kommt das Licht auch noch von der Seite, das heißt, du siehst es nochmal doller. Und diese Technik funktioniert so oft nicht. Dann drückt man da, dann kommen Leute fragen, ey, wo muss man hier drücken? Dann drückt man, wartet, das Ding geht auf, dann muss man es trotzdem aufziehen. Also Tipp on beim Kühlschrank oder Eisschrank. Nee, das ist wirklich, das war Quatsch. Ich sag's gerne nochmal, nichts davon ist böse gemeint. Ich interessiere mich einfach wirklich sehr für Architektur. Ich habe ja Praktika in dem Bereich gemacht, wollte das auch eigentlich studieren. Meine Mom ist Innenarchitektin. Deswegen, ja, nichts hiervon ist böse gemeint, einfach nur vielleicht konstruktiv. I don't know. Aber wenn man hier das noch daneben aufmacht. Boah, es kommt jetzt auch gerade gar nicht so zur Geltung, aber es ist wirklich. Das sieht natürlich schon sehr geil nach Amerika aus, ne? Ich hätte es eher mit einer Fuge hier gemacht, so wie hier die Schubladen, die man dann aufzieht. Aber. Warte mal, sind das zwei? Zwei Kühlschränke? Oder ist das hier das Eisfach? Ich dachte, das hier wäre das Eisfach oder der Eisschrank. Aber der hat hier eine Ginflasche drin stehen. Aber das fände ich schon geil. Ich habe bei mir leider nur so einen kleinen gemacht, so einen halben Eisschrank, weil ich dachte, das reicht. Weil ich in Hamburg hatte ich auch so einen großen und der war nie voll. Und jetzt habe ich so einen kleinen und der ist immer voll und ist total dumm. Wir haben uns auch so richtig schöne Lampen ausgesucht. Haben versucht, hinten im Wohnzimmer auch noch so ähnliche Lampen zu finden. Und
Hier muss auf jeden Fall noch so eine große Orchideenpflanze hin. Die haben jetzt eine große Orchideenpflanze hier? Hier würde ich so Gewürze hinstellen. Also nicht Gewürze, sondern so Blätter. Basilikum, Thymian, Rosmarin. So ein Kram würde ich hinstellen. So ein großes Holzbrett und dann sind da so diese ganzen Gewürze. Ach, diese ganzen Blätter, Pflanzen und so. Und ich würde hier rechts entweder ein... Na, Spiegel weiß ich nicht, wenn man viel kocht, dass es dann spritzt. Oder halt ein Bild oder irgendwie Regale irgendwie dran machen. Hier rechts, das sieht noch sehr leer aus. Ja, was vielleicht auch noch ganz cool ist, ist hier diese, die haben wir auch in Spanien, ne? Diese Kaffeebar, nennt man die, glaube ich, ne? Das kannst du so rausziehen, warte, ich mach mal ein bisschen so. Kannst du so zumachen. Zack. Zack. Ja, und jetzt natürlich komplett aufgeräumt. Aber ich finde, irgendwie offen sieht es ein bisschen schöner aus. So, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass man die zumacht. Ich glaube, man lässt die eigentlich dauerhaft offen, damit es halt einfach immer so ein... Also so ist es ja einfach nur eine schwarze Wand. Klar, sieht clean aus, aber ich glaube, das wird man die ganze Zeit offen lassen. So oder so frage ich mich, warum man so eine krank teure Kaffeemaschine braucht. Ich habe mich da letztens mit jemandem drüber unterhalten, der wirklich hier einen Kaffee in Köln hat. Und der meinte einfach nur so, yo, um in so einer Maschine den richtigen... Um so richtig das Aroma zu haben von so einem Kaffee, muss da wirklich die ganze Zeit was durchlaufen. Da muss die ganze Zeit Kaffee gemacht werden, bla bla bla. Ich glaube, bei denen vielleicht mal morgens ein Cappuccino oder so, da kannst du dir halt echt auch eine normale kaufen. Also das ist hier obviously, glaube ich, eher so ein Dekostück. Was ich auch geil finde, die Küche vorher war oben offen. Das heißt, konnte sich Staub sammeln und alles. Jetzt haben die es bis oben zugemacht. Kommt zwar keiner so wirklich dran. Aber noch alles leer. Ja, ey, mich erinnert das sehr, sehr krass an meine Küche in Hamburg tatsächlich. Danke für die Roomshow, Bro. Erstmal Wäsche zusammenlegen. So, und hier haben wir mein Ankleidezimmer. Oh, Ankleidezimmer schwarz. Das ist immer schwierig. Und da, es sieht so aus, als ob da auch kein natürliches Licht ist. Boah, also schwarz ist immer schwer. Da erkennst du Outfits nicht richtig. Also schwarz ist auch so. Klar, ich habe hier auch alles schwarz. Aber aus Erfahrung kann ich nur sagen, das staubt so schnell zu. Also staubt natürlich genauso schnell zu wie weiß. Aber du siehst es einfach deutlich krasser. Und im Dunkeln mit Schwarz und dann noch... Also ich würde da auch nicht übertreiben mit Schwarz. Warte, das Licht kann ich ja noch anmachen. Ne? Aha. Toll, das wäre jetzt cooler gewesen, wenn das sofort so gewesen. Ah, warte, jetzt flackert's, ne? Ah, ja, okay. Haben die sich ein bisschen an meiner Roomtour von Hamburg inspiriert? Also, ist ja nicht schlimm, aber es wirkt so ein bisschen so, weil ich habe halt exakt die gleichen Lichter auch und Ankleide sieht eigentlich relativ ähnlich aus, nur dass sie halt weiß ist bei mir in Hamburg und nicht schwarz, weil wir uns halt dagegen entschieden hatten. So Ankleide würde ich immer weiß machen. Ja, die Wand wird noch zu einem Spiegel und hier ist auf jeden Fall krass viel Stauraum. Also ich bin mir jetzt auch noch nicht genau sicher, wie ich das jetzt alles... Nee, das ist nicht schwarz. Okay, ich nehme es zurück, es sah gerade nur schwarz aus, aber wenn Licht von außen reinkommt, dann sieht man, dass es so ein leichter... Schlamm-Ton ist. Also nicht böse, meinst, heißt glaube ich einfach sogar Schlamm. Was zum Beispiel cool ist, ist hier hast du um die Ecke gedacht, ne? Hier geht das so bis hinten rein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy mit dem Raum und ich werde auf jeden Fall genügend Platz für alles haben. Hier ist extra so ein größerer Bereich, dass hier auch so die Jacken reinpassen. Es geht auch bis ganz hinten. Unten ist natürlich nochmal ein kleinen Tick größer, aber sie hat natürlich auch... Vorhin hat er unten in der Küche gesagt, ja, er findet es gut, dass die Küche jetzt nach oben geht und kritisiert es, wenn Sachen nicht nach oben geht, weil es sich zustaubt. Und jetzt hier staubt ja auch alles zu. Und das ist ja hier noch viel schlimmer in so einem Ankleidezimmer, wo du halt dann, also nicht mal irgendwie krass durchlüftest oder so. Hm. Weiß nicht. Und was ich mir auch immer denke, ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte das Licht nicht hier an den Rand gepackt oder hier beispielsweise, sondern in die Böden rein. Blende ich euch auch mal hier ein Foto ein. So haben wir es bei mir in der Ankleide gemacht. Da hast du nämlich alle T-Shirts und Sachen gleich beleuchtet. Weil hier hast du jetzt zum Beispiel ein Shirt, was hier liegt. Weil er hat ja hier kein Licht, obviously. Ein Shirt, was hier liegt, hätte jetzt eine ganz andere Farbe, als wenn es hier liegen würde. Weißt du, wie ich meine? Leute, ich hoffe for real, dass das hier jetzt nicht irgendwie in den falschen Mund kommt bei einigen Leuten. Und ich hier nur am Kritisieren bin oder so. Ich finde es nur einfach wirklich sehr interessant, so Architektursachen. Und sage halt einfach gern meine Meinung bei solchen Sachen. Deswegen nichts böse gemeint, Julienko. Super tolle Wohnung. Das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt. Deswegen machen wir mal weiter mit dem nächsten Raum. Auf nach Spanien? Bro! Es soll um die Roomtour gehen. Warum sitzt er plötzlich im Privatchat? Oha. Boah, sieht das wild aus. Was ist denn da los? War das deren... War das deren Haus auf Spanien? Das ist die Küche. Schwester von der Tanja. Oh.
mega entspannt. Ist das deren Haus in Spanien oder was ist da? Phase, boah, sieht das geil aus, Alter, mit dem Brot und so. Yo, das ist deren Haus, ne? Krass, den Ausblick haben die auch noch nie so richtig gezeigt, oder? Was sind das jetzt eigentlich? Ist es Mallorca oder Ibiza? Ich glaube, es ist Mallorca, ne? So oder so, wie haben die das denn jetzt eigentlich gemacht mit Bibi? Was gehört jetzt Bibi genau? Gehört Bibi das Haus in Köln und denen gehört das Haus in Spanien? Oder haben die einen Vertrag aufgesetzt? Weil es wirkt ja zumindest immer so, als ob Bibi die ganzen Einnahmen reingeholt hat und ihr das alles gehören würde. Das würde mich mal echt interessieren, generell, was da alles hinter den Kulissen abläuft. Ne, Bibi ist ja plötzlich wieder zurück, hat ja irgendwie ihren Dings geändert, ihr Profilbild, dann ihren Namen und so. Das ist schon geistkrank, was da hinter den Kulissen, glaube ich, abgeht. Dafür habt ihr das jetzt... Oh, das ist jetzt alle... Wow. Die ganzen... Ja, die sammeln wir auf, ne? Was machen die? Wasserbomben nach unten geschmissen. Was ist denn das für eine Einparkkunst? Guck mal, hier parkt einer so quer. Ja, wir haben das super gemacht. Warte, ich zeig euch das mal hier. Und wie sollen die Leute jetzt rauskommen? Ah doch, hier geht's. Was haben die da überhaupt, eine V-Klasse? Ach du Kacke, jetzt klettert er da rum? Also ich meine, rein theoretisch, ich kenne mich jetzt nicht aus in Spanien, bin auch nicht so häufig jetzt auf Mallorca oder Ibiza, aber Kenner wissen ja jetzt genau eigentlich so hieran, ob das Mallorca oder Ibiza ist. Dann kann man ja wissen, wo die wohnen, guckt man sich den Hintergrund so ein bisschen an und so. Boah, nicht so schlau. So oder so, es soll ja hier eigentlich um die Roomtour gehen. Und irgendwie Spanien mit den Freunden, das sieht auch jetzt nicht nach Köln aus, sondern eher nach Spanien. Spanien, wandern, Spanien, Gras kaufen, Spanien, 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 hä? Er hat jetzt von seiner Roomtour die Küche und das Ankleidezimmer gezeigt. Der nächste Tag beginnt. Wir fliegen jetzt nach Hause. Oh, und, okay. Ja, ich war gerade jetzt hier nach oben, weil ich verkündet habe, dass Juicy Wow jetzt gerade erhältlich ist. Ach jo, der hat ja jetzt ein Produkt rausgebracht. Das sind so Tropfen, die man in sein Wasser reinmacht, oder? Oh, da hat er ja auch ordentlich Hate für bekommen. Ich verstehe das nicht. Ich habe schon mal gesagt, ich werde auf gar keinen Fall jetzt der tausendste YouTuber sein, der irgendwie einen Eistee rausbringt. Leute, der Markt ist tot. Warum kommt Julienko 3 Jahre nachdem Brattee auf die Idee, oder Capital Bra auf die Idee kam, Eistee rauszubringen? Warum kommen die jetzt noch auf die Idee, da irgendwie was abzugreifen? Man sieht doch an den Beispielen Bushido, Marco Reus etc., dass es nicht mehr funktioniert. Ich werde gerade im Sekundentakt von euch verlinkt, markiert, was auch immer. Ja, das bezweifle ich. Ob er im Sekundentakt verlinkt wird wegen Juicy, I don't know. Aber er hat ja auch, glaube ich, irgendwie wieder so ein korruptes Gewinnspiel gemacht, dass man sich halt komplett viele Follower holt. Und so ist ja auch alles schön und gut, so wie man auf seine Follower kommt. Alles easy, wenn das so Win-Win ist. So nach dem Motto, hey, guck mal, ich als Julienko nehme Geld in die Hand, kaufe ein paar Sachen, ne, PlayStation, iPhone, diese Standardgewinne. Und wenn ihr dann meiner neuen Marke folgt, dann könnt ihr was gewinnen und so, alles cool. Was ich noch nicht so ganz feiere, ist einfach dieses, yo, wenn ihr was gewinnen wollt, müsst ihr noch 700 weiteren Personen folgen. Es B stinkt und C tropft's. Der Müll stinkt und tropft. Das heißt, es ist ja obviously was drin, irgendwie Fleischreste oder so. Die sollte man ja eigentlich eh schon nicht in eine Plastiktüte packen, aber gut. So sollte ein Band auf jeden Fall aussehen. Ah, perfekt, Digga. Das ist auf jeden Fall ein gesunder Einkauf, die kannst du dir alle direkt auf X reinschallern. Wo geht's weiter mit der Roomtour? Das war's soweit auch schon mit dem Video. Perfekt, Digga. Danke für deine Roomtour nach dem Umbau, Julienko.